So, hallo Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von OMSI, dem Omnibus Simulator 2. Erstmal muss ich mich entschuldigen, dass die letzten zwei Tage keine OMSI-Folge kam. Ich habe gestern schon mal die gleiche Linie aufgenommen. Nur irgendwie hat sich das Capture-Programm gedacht, nee Philipp, lassen wir das mal mit der heutigen OMSI-Folge. Und deswegen muss ich jetzt heute nochmal aufnehmen. Dafür fahren wir dann heute die Linie SB29, für die ihr euch in der letzten Episode entschieden habt. Vom Bottroper Zopp zum Gelsenkirchener Hauptbahnhof. Genau, gestern wäre ich vom Hauptbahnhof zum Zopp gefahren, aber wie gesagt, das Capture-Programm wollte nicht so, wie ich es will. Und deswegen stehen wir jetzt hier und nicht in Gelsenkirchen. Ist aber auch egal, ich denke mal, die Fahrgäste wollen auch hier einsteigen, wenn wir denn erstmal umschildern. Wäre vielleicht mal eine Option, das zu machen, denn die standen da so und machten gar nicht den Anschein einsteigen zu OMSI. Okay, ich dachte gerade schon. Kurswechsel ist das dann. Die 02. So. Bottrop Hauptbahn, beziehungsweise Zop 13 ist hier richtig. Wir hätten die Starthaltestelle erreicht und nun wollen die Fahrgäste zum Glück auch einsteigen. Dann kommt man rein. OMSI. Ey, was ist das denn heute? Hallo. Na gut, okay, ich weiß, ist immer so eine Sache, OMSI plus Aufnahme ist schon kritisch, aber noch kritischer wird es sein, wenn du bei Nacht fahren möchtest. Aber der Himmel sah in Gelsenkirchen heute Morgen so schön aus und deswegen, also als ich gestern aufgenommen habe, und deswegen dachte ich, ach komm, fahren wir mal bei Morgengrauen, aber das verträgt OMSI wohl nicht so gut. Und hier haben wir auch keinen schönen Himmel, oder? Gucken wir mal. Oh, jetzt dauert das wieder so lange, Mann. Ah doch, da hinten vielleicht so ein bisschen, aber nicht optimal. Deswegen würde ich sagen, beeilen wir uns, um schnell in Gelsenkirchen zu sein, bevor es hell ist. Und apropos Gelsenkirchen, mir hatte letztens ein Zuschauer geschrieben, ich habe den Namen leider vergessen. Jedenfalls hat er sich gewünscht, dass wir die Linie 381 mal fahren. Die führt uns ja, glaube ich, vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof nach Buhr-Rathaus und... Ich würde sagen, die Linie fahren wir dann in der nächsten Aufnahmesession, wenn das für alle in Ordnung ist. Dann hätten wir das auch abgearbeitet. Und dann mal gucken, dann können wir ja bald auch mal die... Was ist denn heute los? Warum... Hier, ich drück die... Ach so, okay. Ich habe die ganze Zeit C gedrückt und dachte, ich wäre hier in dieser Perspektive. Dann hätte der nämlich, wäre der nämlich zurückgesprungen. Oh, ich sollte die Zeit noch vorstellen. Entschuldigung, dass das hier alles heute so ein bisschen durcheinander ist. Um 7.11 Uhr fahren wir, glaube ich. Dann machen wir mal 7.10 Uhr. So, dann passt das. Eine Minute zu früh dürfen wir losfahren. Denn als ich die Linie so mal privat gefahren bin, das war echt totaler Horror. Das ging gar nicht da. Na gut, da hatte ich den Umgebungsverkehr ziemlich hoch eingestellt. Und dann war auf der Autobahn so viel Betrieb, dass ich dann am Ende mit 15 Minuten Verspätung in Gelsenkirchen angekommen bin. Und deswegen habe ich für heute mal den Umgebungsverkehr wieder so ein bisschen runtergedreht. Und hoffe, dass wir hier jetzt gut durchkommen. Auch wenn es natürlich 7 Uhr ist, da fahren die Leute alle zur Arbeit. Na gut, wobei einige sind wahrscheinlich schon arbeiten, aber jetzt kommt dann halt so der zweite Schwung, der zur Arbeit muss. Und die ganzen Schüler natürlich auch, die zur Schule wollen. Und passend dazu habe ich mir dann heute auch den Gelenkbus mal wieder ausgesucht, aber nicht der von der Festischen oder Bogestra, sondern der Deutsche Bahn Rheinlandbus, denn die Linie SB29 wird ab und zu auch von diesem Busunternehmen halt gefahren. Deswegen dachte ich mir auch, das passt doch ganz gut, das Repaint ist glaube ich auch erst seit dem Juli-Patch mit am Start. Was habt ihr denn jetzt schon wieder? Mann, jetzt regt euch doch nicht auf. Ist auch alles in Ordnung. Oh, und komm, schnell. Ich mach mal wieder die Hilfspfeile an. Muss man hier schon abbiegen? Warte, ich hab da irgendwo Essen gelesen. Ja, tatsächlich hier schon. Ich dachte, wir müssten noch weiter. Boah, mein Fahrstil ist heute sowas von... jetzt erstmal zur Ruhe kommen. Ganz ruhig, Philipp. Okay, ich hoffe, dass das jetzt klappt, denn gestern war die Aufnahme, die war eigentlich so locker und gut, wie lange nicht, und deswegen habe ich mich umso mehr geärgert, als ich das dann schneiden wollte und gesehen habe, dass die Videodatei irgendwie einen Fehler hatte und ich die auch nicht mehr wiederherstellen konnte.
Es ist so ärgerlich, weißt du, du. Das war eine 40-Minuten-Aufnahme. Du sitzt dann nach 40 Minuten, quatscht, und am Ende ist es umsonst, natürlich. Es ist nicht umsonst, weil du natürlich so auch für dich dann so gesehen privat um sie spielst und das macht natürlich auch Spaß. Aber wir hätten, glaube ich, die Spur wechseln sollen. Das wäre effektiver gewesen. Egal, ich hoffe, wir kommen über die Ampel. Wenn die da alle mal anfahren würden, dann klappt das doch sicherlich. Ja, das schaffen wir tatsächlich. Dann, wo war ich stehen geblieben? Genau, mit der Aufnahme. Das war, Mann, ärgerlich. 40 Minuten. Das ist natürlich auch wieder sehr, ja. Warum will der sich denn da jetzt einordnen? Jetzt mal ehrlich, was soll das? Komm, aber wir sind ja so sozial, wir... hier ist das. Ach, 10 Minuten verloren. Letztens haben wir einen Bus gecrashed, meine ich. Da hatten wir nur 3 Minuten drauf gerechnet bekommen. Und jetzt direkt 10, das gibt's doch gar nicht. Mal gucken, mit wie viel Verspätung wir in Gelsenkirchen ankommen werden. Könnt ihr ja mal jetzt in die Kommentare schreiben und raten. Mit etwas Glück und wenn der da nicht so schleichen würde. Ach, ja, okay, ist gut. Ich hatte da nur die grüne Ampel gesehen und dachte, gib mal Gas, dann kommst du rüber. Was ist denn? Gibt's ja noch eine Abbiegeampel, die ich erst gar nicht gesehen habe. Mann, 9 Minuten Verspätung, mal gucken, wie sich das noch so weiterentwickeln wird. Mann, Mann, Mann. Aber jetzt erstmal runterkommen. Jetzt ist hoffentlich das schlimmste Teil der Folge vorbei und jetzt können wir uns dann in Ruhe auf das Spiel konzentrieren. Hoffe ich. Was? Ach, jetzt wird gerade grün, habe ich gesehen. Ich wollte gerade gucken, was der Drucker denn so sagt in Sachen Wetter. Denn gestern, als ich aufgenommen habe, da habe ich so schön erzählt, ja, wir haben nur 14 Grad hier, das ist so viel wie an Weihnachten. Und die ganze Zeit bewölkt und Regen. Und so war es auch gestern. Und heute ist dafür ein ganz anderer Tag. Heute, na gut, jetzt scheint es nicht mehr, aber heute Morgen, na gut, jetzt ist 10.41 Uhr, ist auch morgens. Aber heute Morgen so um 8:30 hat die Sonne schön geschienen. Und da dachte ich, das wird heute vielleicht mal ein Tag, wo er wirklich mal was draußen machen kannst. Na gut, ich habe gleich noch ein Fußballspiel heute Nachmittag. Aber auch so, dass du einfach mal rausgehen kannst und nicht die ganze Zeit im Haus hockst. Das ist echt wie im Herbst, wie in den Herbstferien. Du sitzt die ganze Zeit im Haus, weiß nicht, was du machen sollst. In den Sommerferien ist es ja so, dass du da meistens doch rausgehst und irgendwas machst, Fußball spielst, was weiß ich. Da war, glaube ich, eine andere SB29 oder eine SB16. Ich habe nicht drauf geachtet. Omsi. Ich wollte nur sicher gehen, dass wir hier abbiegen müssen, aber müsste ja eigentlich. So. Aber in Bottrop waren wir bisher oft, oder? Da waren wir jetzt... Waren wir ganz am Anfang auch schon in Bottrop? Warte, welche Linien sind wir bisher hier gefahren? Nicht mal nur die Extraschicht, oder? Na gut, einmal die Straßenbahn, die haben wir ausprobiert. Und danach halt die... Genau, nur die Extraschicht. Die ES6 von Bottrop nach Essen und zurück, genau. Also bisher waren wir wirklich nur in Bottrop und... Ey, das gibt es nicht! Ey, Mann, warum bin ich denn heute so... Boah, ey, Mann, Mann, Mann. Warnblinker noch einschalten. Ja, ihr seht doch, dass ich hier stehe. 3 Minuten nur verloren, das ist doch immerhin was. Gerade eben haben wir natürlich 10 Minuten verloren, ist klar. So, 12 Minuten Verspätung, Ich bin ja mal gespannt, was ihr da so tippt. Aber wir sind ja sozial, wir... melden das natürlich der Polizei und begehen keine Fahrerflucht. Sowas würden wir doch nie tun. Haben wir, glaube ich, in der letzten Folge ein, zwei Mal gemacht, aber normalerweise machen wir sowas nicht, ja, weißt du? So, kommt schnell rein hier. Ich mach mal den Ticketverkauf in der Zeit aus.
dann geht das hier deutlich schneller. Und dann gibt es ja hier dieses für die ganzen Tickets, Schokoticket, Ticket 2000 und wie sie alle heißen, werden hier gescannt. Und wenn wir dann jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt habe, wenn man jetzt hier drauf klickt, dann steht er auf einmal. Oder auch nicht. Bitte durchgehen. Und dann sollten die Fahrgäste im Normalfall das Ticket daran nicht an. Also sollten die Fahrgäste das Ticket nicht an dieses Ding halten. Was sie in Omsi allerdings nicht tun. Also die halten es dann trotzdem daran. Na gut, macht man in der Realität auch. Das ist man so gewöhnt. Wenn ich in den Bus steige, mache ich das auch automatisch, mein Ticket daran halten. Und dann kommt das Pieps nicht und dann guckst du nochmal und dann steht da, bitte weitergehen. Und dann denkst du dir auch, oh mein Gott, bin ich doof. Aber du machst das halt so automatisch. Es gibt so Sachen, die du wirklich immer machst und dann machst du die immer so. Und wenn es dann mal nicht ist, dann machst du es trotzdem und dann sieht es doof aus. Aber ist halt so eine Gewohnheit, weißt du? Hat ja jeder so bestimmte Gewohnheiten. Und ich weiß halt, wenn ich in den Bus einsteige, dass ich mein Ticket daran halten soll. Und das mache ich dann halt immer und achte nicht auf dieses Display, was da steht. Im Vorbeigehen eben das Ticket dran halten, warten, bis es piepst. Und wenn es nicht piepst, dann, ja, guck's halt doof. So, komm, bitte, Ampel, bitte. Bitte. Zum Glück fahren wir jetzt auf die Autobahn. Und da können wir ja vielleicht ein bisschen Zeit rausholen, wenn wir Glück haben. Weil wenn wir Pech haben, ist auf der Autobahn Stau und dann ist auch doof. Mann, wir müssen hier noch geradeaus. Genau, da hinten erst. Ansonsten würden wir in die Richtung, glaube ich, gar nicht weiterkommen. Also müssen wir schon in Richtung Gelsenkirchen, Bottrop. Ne, in Bottrop sind wir in Richtung Gladbeck und Gelsenkirchen. So, einmal bitte Gas geben, Philipp. Und dann sage ich mal tschüss, Bottrop. Tschüss, Geburtsort. Also für alle, die es interessiert. Ich wurde in Bottrop geboren. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir so oft in Bottrop waren bisher. Aber eigentlich nicht. So viel verbindet mich mit Bottrop eigentlich gar nicht mehr. Außer, dass wir da ab und zu mal zum Chinesen gehen. Aber ansonsten. Was haben die denn jetzt schon wieder? Habe ich da irgendwas gerammt? Haben sie Pech. Jetzt müssen sie bis zum Musiktheater warten, denn auf der Autobahn anhalten ist nicht so gut. Notfall natürlich in Ordnung. Aber jetzt hier so als Bus muss man nicht unbedingt machen. Nur, dass da ein paar Fahrgäste aussteigen. Das wäre ja, würden wir auch einen Stau verursachen. Und jetzt geht's weiter in Richtung Gelsenkirchen, wie gesagt. Kam relativ gut durch Bottrop, fand ich. In Gelsenkirchen ist das schlimm, denn als ich gestern die Folge aufgenommen habe, da waren wir so lange in Gelsenkirchen, da stand man an jeder Ampel und da habe ich mich sowas von aufgeregt. Deswegen hoffe ich, dass wir da jetzt ein bisschen besser durchkommen und da vielleicht auch wieder 5 Minuten im Gegensatz zu gestern rausfahren. Zumindest ist hier nicht gerade viel los auf der Autobahn. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir können hier ruhig mal ein bisschen schneller fahren. 90. Aber weißt du, was mich an dem, als ich das privat gespielt habe und Stau war, da hat mich daran gestört, dass sie wirklich alle, also es war kein wirklicher Stau, da fährt eine Omsi-KI, fährt da vorne irgendwie mit 50 her und dann werden alle anderen ausgebremst und das ist dann halt das. Oder genauso wie jetzt. Hier. Gerade fuhren die Autos auch noch 80. Jetzt schleichen die da mit 75 oder was her. Und dann wirst du natürlich ausgebremst, wenn die Autobahn voll ist. Du keinen Platz hast. Ist das jetzt rechts überholen? Ich weiß nicht. Indirektes rechts überholen, sagen wir mal so. Weil wir ja schon ziemlich lange auf der Spur waren.
Okay, hier sind 80, das ist gut zu wissen. Die Omsi-KI fährt 50. Warum nicht? Kann man ja mal machen. Gut, wahrscheinlich auch, weil hier eine Ausfahrt ist. Hier werden wir jetzt zum Beispiel in Gladbeck, aber wir müssen ja noch ein bisschen weiterfahren, bis wir dann in Gelsenkirchen sind. Von daher kann das noch ein bisschen dauern. Habe ich denn ein Thema für die heutige Folge eigentlich zurechtgelegt? Nö, eigentlich nicht so wirklich, muss ich gestehen. Also, na gut, wir können ein bisschen über den Juli-Patch noch reden. Also da gab es ja jetzt auch vorgestern oder wann, ich meine am Mittwoch. Nee, vorgestern. Ich sag lieber am Mittwoch, bevor ich mich hier irgendwie vertue und was Falsches sag. Am Mittwoch kam nämlich ein kurzer kleiner Patch, der die Extraschicht hat verschwinden lassen. Also die ist jetzt nicht mehr verfügbar, bis wir die wieder fahren können. Müssen wir bis nächstes Jahr im Juni warten. Aber dafür ist dann jetzt der Schienenersatzverkehr der Linie S9, müsste das sein, dazugekommen. Also den kann man jetzt auch fahren. Dementsprechend wurden dann auch hier unten die Linienlisten aktualisiert. Also mit der Extraschicht wurde weggemacht und dafür dann halt mit der S9 dahin. Und gab es sonst noch was? Sonst glaube ich noch so ein paar Bugfixes halt. Und ich glaube, mehr war da gar nicht, oder? Ich meine nicht.